Yoinks. Let's play Poop Tycoon. Planet Zoo, nicht Poop Tycoon. Wir lernen jetzt noch, wie man ein Vivarium macht. Ich glaube, das ist die letzte Folge Tutorial und danach bauen wir einfach selber ein Zoo. Aber erst will ich wissen, was das hier ist. Wer baut denn sowas? Guck mal. Was ist das? Ein Troch? Ein Blumentroch. Bist du schon weiter als wie ich? Ich bin beim Vivarium. Oh, da bin ich auch. Schnell zum Vivarium. So, wir bauen ein Vivarium. Jetzt in der Lücke ein neues Vivarium errichten. Geil. Es einfach dem Gebäude hin. Wer bist du denn? Genau wie das Forschungszentrum. Und hallo Günther. Dann in der Lücke. Oh, hopsi, da kommt bald ein Anaconda rein. Kleintier-Vivarium. Ah, ich muss nur Info. Boah, dass der das nicht löscht, ey. Boah, ich glaube, das Spiel kann er echt ganz schön kirre machen. Ja, muss ich jetzt hier irgendwo. Muss ich da Gelände abflachen sagen? Kannst du das da einbauen, bitte? Ja, hat das. Nee. Bearbeitete Gruppe 35. Nee, möchte ich nicht. Ich möchte das Ding da einbauen. Ist es möglich? Ja, Raster auswählen? Nee. Hier einfach drinne. Da? Ah? Nee. Nee, so. So, nee, so. Sehr gut. Ha, musst du zweimal klicken. Musst du ein Tier für das Vivarium auswählen. Wäre es mit der Gigakrustenechse. Die Gigakrustenechse? Handel eine dieser Echsen auf. Ach nee, es gibt noch den Vivarienhandel. Ah, da ist die Gigakrustenechse. Komm her, du alte Sau. Genau wie bei Gehegetieren müssen wir auch die Gigakrustenechse dem Vivarium zuweisen. Klicke auf das Vivarium, um sie dorthin zu setzen. Wenn du ein Tier in ein Vivarium setzt, wird es automatisch passend für das Tier. Das ist ja doof. Das heißt allerdings nicht, dass alles perfekt ist. Wieso? Also, das wird einfach eingerichtet. Um den Rest. Als erstes fügen wir ein paar Beschäftigungsobjekte hinzu. Klicke das Vivarium an, um das Infofenster aufzurufen. Klicke jetzt auf den Reiter Layout. Aber warum geht es denn nicht wieder? Wie du weißt, kannst du weitere Beschäftigungsobjekte freischalten, indem du deine Tierärzte Forschung betreiben lässt. Nimm folgende. Jetzt müssen wir noch die Temperatur und die Feuchtigkeit im Vivarium festlegen. Das ist sehr wichtig für das Wohlergehen der Gila-Krusten. Aufnehmen. Klicke auf den Reiter Klima. Und dann musst du hier draufklicken. Dann auf den Geier. Und dann auf Verschieben. Und dann in den Apparat rein. Und dann zack, bums. Danke. War dann zu Hause, ne? Danke, ne? So, die Alte braucht hier Versteck A, Versteck B, Versteck C. Da können die sich richtig abverstecken, die Gila-Krusten. Die Gila-Krusten-Geier, ey. Oh, ich muss Temperatur und Feuchtigkeit festlegen. Uha! Siehst du, welche Temperatur und Feuchtigkeit die Krustenechse bevorzugt? Du kannst beide Einstellungen über die Regler unten anpassen. Sorge dafür, dass sich die Echse richtig wohlfühlt. Oh, die braucht es wärmer. Die braucht es wärmer und deutlich trockener. Ja, wir nähern uns an. Guck mal hier. Ding, 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 ding. Bei 90 Grad wird es gar, ja. Wir brauchen noch mehr. Komm hier mal, 35 Grad. Die Echse hat es gerne heiß. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch die Einstellung für die Fenster vornehmen. Wähle dazu den Reiter Fenster. Mhm. Alter, ich kenne die. Der vier Fenster eines Vivariums anpassen. Es kann geschlossen oder offen sein oder als. Wie kannst du das denn mit der Feuchtigkeit machen? Das Hintergrundbild funktioniert. Ein bisschen runterscrollen. Wieso probierst du nicht ein wenig mit den Einstellungen herum? Was? Da ist runterscrollen mit dem Mausrad. Ah. Guck mal! Ich kann die Lichtfarbe ändern? Geil. Oh, wo mache ich das? Darf ich nicht? Wechsle ein Fenster. So, welch. Aha, das ist. Ah, hier könnte ich jetzt auch. Auch noch eine Infotafel aufstellen, auf der die. Ach, der will das nicht so voll. Zu dem Tier finden. Lass uns das jetzt machen. Nee, der hätte es gern trocken, ne? Ist mehr so ein Wüstengeier.
Guck mal, jetzt habe ich hier zwei 3D-Fassaden reingebaut. Jetzt rasten die total aus. Denen geht es jetzt richtig gut, ey. Ach, geil. Ich kann durchs Fenster gucken. Hier, schlurp. Wo ist denn der Geier überhaupt? Doch, da unten sitzt er. So. Wo ist denn der Exerich? Exerich, wo bist du? Das Tier soll was machen. Das Tier soll was machen. Es macht nichts. Ich hoffe, es gibt Kinder, die Steine dagegen werfen. Guck mal, ey. Der freut sich aber. Oh. Greiber hat das Tutorial durch. Wie viele Parks hast du denn durchgespielt? Also das erste hast du gemacht. Wir sind jetzt gleich fertig mit dem zweiten. Es gibt in dem Spiel sehr viel zu lernen. Sei denn, du hast das sehr schnell gemacht. Erhöhe den Bildungswert zur Gila Krustenechse. Ach, das erste. Ja, das dauert so lange. Einrichtung. Alles. Info. Vivarien-Infotafel. Ey, diese Ansicht ist eine Katastrophe. Wie soll man denn da erkennen, was das Ding von einem will? Oh, man kann die... Aha, da... Wie bin ich denn da drauf? Was? Okay. Diese Ansicht ist so ein Scheiß. So, jetzt Y drehen. Zacki Bumsi. So, hier. Wo ist denn die blöde Infotafel? Warum ist sie denn immer weg? Ja, ich habe da einfach Info eingetippt. Das ist dann beim nächsten Mal aber auch wieder, ne? Da kriegst du zu viel. Das ist die Infotafel, die sah doch eben nur anders aus. So, jetzt habe ich eine größere Aufgabe für dich. Na dann. Ich will, dass du die Zahl der im Zoo vorhandenen Arten erhöhst. Du solltest dazu Vivarien und Gehegetiere aufnehmen. Und du wirst entsprechend neue Vivarien und Gehege für sie bauen müssen. Na, dann mal los. Ich schaue wieder vorbei, wenn du fast fertig bist. So. Mein Vivarium ist jetzt rot beleuchtet. Guck mal, hier, da wohnt die, Alter, der Geier. Oh, jetzt geht's los. Ich muss 12 Tierarten haben. Oh Gott, da müssen wir jetzt richtig Vivarien hier eintüten. Eintüten oder was? Vivari. Vivarium? Aquarium. Hat man denn noch irgendwo so leere Puffe? Pufftatas? Hör mal, du bist ein leerer Puffer. Hör mal zu. Caldonuni. Was ist das ich eigentlich das für ein... Vivarium verloren. Tja. Hat die das bei dir markiert? Nee, ich hab das markiert. So. Jetzt hat hier so ein... Halte in deinem Zoo mindestens 12 Tierarten. Ach hier, ich hab noch ein leeres gefunden. Wo denn? Boah, hier mittendrin, warte kann mal, man neben dem... eigentlich auch die Ansicht ein bisschen ändern? Du kannst, wenn du das Mausrad gedrückt hältst, kannst du die Maus nach vorne und hinten bewegen. Ja, aber ich meine, ich will doch nicht immer... Was ist das? Gammelschaben und Akatschnecken. Achatschnecken. Ich will das älteste Tier. Ah, das ist hier. Goliathfrosch aus Ogbola. Nee, so heißt der. Komm hier. Och, guck mal, so eine Schabe. Ich nehme hier den. Zack, hier wohnt jetzt der Goliathfrosch. So. Numero uno. Brauchst du noch Hilfe, mein Freund? Ich jetzt? Oh, das sieht gut aus. Nee, hier Bongo, der Turbofrosch. Der kann leider noch nichts, der ist noch nicht glücklich. So, Bongo, der Urwaldfrosch wohnt jetzt hier. Ich will das Tutorial eigentlich auch nur zügig durchkriegen, weil ich will meinen eigenen Zoo. Das wird, glaube ich, der große Spaß. Ich müsste eigentlich gleich auch mal die erste Folge freigeben. Kann man sich irgendwie leere Vivarien anzeigen? Warum geht das dann nicht? Ah, warte mal, vielleicht bei Zoo. Finanzen, Zoo, Übersicht. Übersicht, Gäste, Diagramm, Übersicht. Technikforschung, Einrichtungen, Gäste, Mitarbeiter, Infrastruktur. Technikforschung, Veterinärforschung, Mitarbeiter, Tiere. Gehege, Vivarien. Ah, wir haben 4 Stück und die habe ich leider schon zugeknallt. Blöd. Da muss ich jetzt komplett neue bauen. Gehege. Boah, leck mich. Barrieren. Einrichtungen, wo sind denn Vivarien? Was ist das?
Da, ein Vivarium. Kostet 3000. Ach, das ist nur der Korpus. Das ist nur das Rohgebäude. Kleintier-Vivarium. Ich will Großtier-Vivarium. Gege. Da. Nee, nicht afrikanischer Rückzugsort. Wie heißt das? Wieso geht das denn jetzt nicht mehr? Wo war das denn nochmal? Das ist auf jeden Fall, das ist ein Pappkarton. Hier, kann ich hier hinstellen. Hör mal. Ja. Eben konnte man doch einfach da draufklicken und dann war Layout. Da musst du oben in der Liste. Gelände. Nee, du musst das Vivarium anklicken, nicht das Tier. Du hast Tristan ausgewählt. Du musst Tristans Zuhause, das ist das Dach jetzt. Du musst wirklich das Vivarium finden. Da ist es doch. Warte mal, hast du noch mehr Leere? Nee, ne? Das ist halt wie bei mir, ne? Es ist aber auch kompliziert hier. Guck mal, hier habe ich schon wieder zwei von den Biestern. Wer wohnt hier? Ach, da wohnen hier auch die Kackschaben. Okay. Okay, ich muss mindestens 12 Tiere an. Oh. Katzentiere freuen sich über Kappkartons. Kappkartons? Sind das Duschen? Ein Toilettenblock? Was ist. Das ist die Toilette? Bitte was? Das hier ist die Toilette. Na gut, wenn ihr das so wollt. Who am I to judge? So, jetzt ist die Frage, wo baue ich denn jetzt noch diese vertrödeten Vivarien rein? Will das Spiel jetzt, dass ich das selber mache oder übersehe ich was? Hab ich hier noch irgendwo so leere Löcher? Oder nicht? Also, es ist nicht so leicht. So. Wenn ja, wo würde ich das denn bauen? Das hat das Spiel mir nämlich nicht verraten. Oder hat Truller das erzählt? Komm, erzähl nochmal. Jetzt können die Besucher mehr über unseren giftigen Freund hier erfahren. So, jetzt habe ich eine größere Aufgabe für dich. Ja? Ich will, dass du die Zahl der im Zoo vorhandenen Arten erhöhst. Du solltest dazu Vivarien und Gehegetiere aufnehmen. Und du wirst entsprechend neue Vivarien und Gehege für sie bauen müssen. Ja? Dann mal los. Ich schaue wieder vorbei. Ich kann auch ein Gehege bauen, okay. So, dann bauen wir jetzt unser erstes eigenes Gehege. Wir beziehungsweise. Ja auch Schnecken. Kann ich da nicht. Können die nicht zusammen wohnen? Wer wohnt denn hier? Ach, der wohnt. Das, weißt du, was diese Bewertung bedeutet? Dass das eine blinde Schnecke ist? Diese Premium-Zuchtschnecke, Alter. Du bist auch eine Premium-Zuchtschnecke. Bitte? Ja. Wo sind die Leerpömpel? Was bedeuten diese Blätter als Einheit? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Die Frage ist, wo sind die Leerhäuschen? Hast du das schon rausgefunden? Nee. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Die leeren Häuschen? Ja. Da, Architektur. Na. Was? Da waren doch so leere Hütten. Hier, Holzplankenwandbogen. So. Wo man so ein Vivarium reinknallt, weißt du? Mhm. Das probiere ich jetzt mal. Ist nicht schön, aber selten. Okay. Kinder, das ist nur der Übungszone. Macht euch keine Sorgen. Gehege, Einrichtung, Vivarium. Hier, zacki bumsi. Nee, ist blockiert. Ah, wahrscheinlich von dem Shit hier, ne? Ey, du Bank. Weg. So, und das jetzt bitte bewegen. Das war die tote Winkelausrichtung, habt ihr es gesehen? Einrichtung, so. Jetzt drehen. Haben wir denn noch welche? Mein Vivarium ist, glaube ich, zu groß für den Apparat. Guck mal. Das war es nicht, das Richtige. Was sind denn das hier für Hütten? Wo kriege ich die denn her? Warum verrät mir das denn gar nicht? Da ist doch ein Platz für ein Vivarium. Das sehe ich doch. Hier. Zack. Volar. Nee. Wie, was?
Da, so. Ja. Und Doppelklick. Ich habe ein neues Vivarium. Ich habe nämlich eine leere Hütte gefunden. Die Insel-Leguane, ne? Ja. Die können nicht zusammen wohnen. Nein. Mm-mm. Haben sie sich aufgefressen? Ja, die soziale Gruppe ist bei zwei Tieren schon zu groß. Ach so, du hast mehrere da reingeknallt. Na klar. Grüner Insel-Leguan, wer fehlt denn noch? Wen hat man denn noch nicht in dem Zoo hier? Kann ich das einstellen irgendwo? Alter, Geschlecht, Art, Vivarienaufbewahrung, Markt, Goliath-Frosch habe ich schon. Grüner Inselgeier, Achatschnecke hatten wir schon. Ich glaube, es gibt gar keine Vivarientiere. Was ist mit der... Moment. Ich habe einen grünen Insel-Leguan, so. Dann habe ich Goliath-Frosch, Krustenechse, die Großschabe habe ich auch. Tja, dann ist doof, ne? Schnecken? Hat die Schnecken? Hattest du schon Schnecken? Ich jetzt? Ja. Mhm. Überleg mal, das wäre eine Krankheit, wenn man Schnecken hätte. So, ich will hier ein paar Premium-Schnecken haben, bitte. Wo kann ich denn jetzt hier... Kann ich hier irgendwo suchen nach einem Tier? Preis. Das, nee, ich will hier die Superschnecken haben. Da. Echte Achatschnecke. Guck mal hier. Kamau, du siehst aus wie ein richtiges Premium-Tier. Das ist ein Boy. Sind das nicht eh Zwitter? Und noch ein Girl dazu. So. Und ihr beiden kommt zack hier in das Vivarium. Die gibt's aber nirgendwo, ne? Wen? Die Gehege. Habe ich nicht gefunden. Ich habe ein leeres noch gefunden, das ging noch. Ach, bei Gehege kann man natürlich auch ganz gut gucken, da hast du recht, hier. Da. Na, Vivarien, hier. Ich habe jetzt hier die alten Schnecken, die fehlten noch. So, jetzt brauche ich noch eine Tierart mehr und dann müssen die alle giga glücklich werden. Welche Tierart fehlt uns denn noch? Und kann man die vielleicht vergesellschaften hier, die Flusspferdchen? Oh, die Nilpferdpopulation ist zu niedrig. Oh, das kann man relativ schnell lösen, ne? Och ja. Mensch. Was ist denn los? Männchen, Weibchen, komm, wir kaufen noch ein paar Mädchenflusspferde. So kann ich. Wieso gibt es hier keine Suche? Warte mal, Tieraufbewahrung, Handelsverlauf, Belohnung. Tiermarkt? Ich muss doch hier irgendwo das Tier einstellen können. Da! Erdferkel! In diesem Vivarium sind keine Tiere. Aha. Aha. Alter, gibt es viele. Oh Gott, die Wich. Da ist der Wolf! Wo ist denn mein Dingens wieder jetzt? So, wie heißt du? Flusspferd, auch so. Ach, verdammtes Elend. Es ist nicht leicht, ne? Nee. Da sind sie doch, die Frösche. Es ist aber zum Glück nicht. Warum? Es ist nicht alphabetisch. Wie soll ich denn dann jetzt dieses verkackte Flusspferd finden? Sind die dumm? Da muss es doch eine Suche geben. Das ist ein Skandal. Jetzt mal in Ernst. Ich will ausschließlich prämierte Premium-Tiere haben. Kann man jetzt die zwei Arten noch irgendwo mit reinsetzen oder muss ich jetzt ein neues Gehege bauen? Das ein Vivarium habe ich noch gefunden. Ich habe noch mehrere gefunden. Du kannst, soll ich dir das mal kurz ja, zeigen? Ja, bitte, bitte. Hoffentlich kann ich das jetzt... Zoo. Gehege. Mhm. Vivarien. Mhm. Und in deinen Vivarien sind aber überall welche drin. Ja. Aber hier, aber...
Ich habe 2 Vivarien sogar noch neu gebaut. Ja. Ich habe noch so eine leere Hütte gefunden, 2 Stück. Achso, ja, da habe ich dann Vivarien reingetrümmert. Ja. So, ich brauche aber noch mehr Flusspferde, weil die sind unglücklich, die Pferdchen hier. Die finden das scheiße, ja, die wollen. Ich brauche noch 2 Tierarten, also muss ich jetzt selber ein Gehege bauen. Ich habe 2 Tierarten, habe ich durch Vivarien regeln können. Ja, das, aber mir fehlen jetzt noch 2. Weil das sieht man in der Quest. Ich weiß, mir fehlt aber nur noch eine. Ja, deswegen, und wie hast du die anderen gemacht? 2 in Vivarien. Vielleicht hast du Tiere in Vivarien gepackt, die du schon hattest? Nee. Dann habe ich vielleicht 3 Vivarien gemacht. Nee, warte mal, wir können ja mal gucken, was wir so für Tiere haben. Also ich habe einen grünen Insel-Leguan. Moment, ich kann es dir hier in den Vivarien sagen. Ich habe da die Achatschnecken, die Krustenechse, den Goliath-Frosch, den Insel-Leguan und die Großschabe. Ah, dir fehlt doch noch eins. Schniebelchen. Ja, aber da hast du ja ein neues gebaut. Nee, da habe ich ein Loch gefunden, wo ich das reintrümmern konnte. Okay. Musst du mal ein bisschen suchen. Ich weiß nämlich nicht, wie man die Hütten baut. Das ist ein Giga, der Skandal ist das nämlich. Aber kann er nicht vielleicht auch irgendwie so ein... Also würde ich jetzt mal sagen. Ja. Kann er nicht... Hier so ein Schneckerich. Ob die zusammenwohnen können? Ja. Da steht bestimmt irgendwo. Das Spiel verrät einem das natürlich nicht auf Anhieb. Ich weiß überhaupt nicht, wie lang die Folge ist. Das ist doch schon mal gut, oder? Ich meine... Ah, Moment, das kann ich schon gucken. Eine Echse wird wohl so ein Frosch oder so auffressen oder eine Schnecke. Aber vielleicht gibt es da noch irgendwas, was sich nicht tut. Was soll denn der Frosch der Assel tun? Aber die habe ich halt auch schon. Ja, vielleicht finden die sich einfach scheiße. Ich meine, das Zebra fand den Baum doof, ne? Also die sind alle ein bisschen picky. Es ist halt gerade rausgekommen, Wolf der Kleine, ne? Also es wird gerade sehr viel gespielt einfach. So, jetzt brauche ich noch wieder das Flusspferd. Gibt es hier, das kann nicht deren Ernst sein. Das ist wirklich, das kann nicht sein, dass das nicht sortiert. Also dass das, das ist doch wirklich ein Skandal, dass das nicht alphabetisch ist oder man es nicht eintippen kann. Draufklicken? Weiß ich nicht. So, ich will noch ein Girl hier, du. Zack. Das hier übrigens, dieses Blatt, das sind deine Auswilderungspunkte. Damit kannst du Tiere kaufen. Okay. Die kriegst du, indem du Tiere auswilderst und dann kannst du dir die coolen neuen Tiere kaufen. Weil die Tiere, die man für Geld kauft, die sind nur so mittel. So, jetzt brauche ich noch ein Super Girl. Dann. So, alle aufgenommen. Hier sind jetzt alle am Stüssel. Und ihr kommt alle hier in das Gehege. Zack. Dann werden die Giga glücklich, Alter. Oh, oder ist das zu viel? Shit, ich glaube, das sind zu viele. Du. Hm. Hier, war. Oh, Zoopedia, hier. Bla blubli flubli, da kann man das sehen. So, hier Gehege, Grad 4. Es gibt Sicherheitsgrade für den ganzen Bums, ne? Artendaten, Gruppengröße, da. Gruppengröße, partnerlose Männchen, 3. Gruppengröße, 3 bis 30. Ein Männchen bis zu 29 Weibchen. Ja, was geht doch um Arten? Da hilft dir doch die Anzahl nicht. Nee, guck mal, was die nächste Aufgabe ist. Ich bin schon einen Schritt weiter. Aber hast du jetzt, kannst du das mal beantworten? Hast du noch neue Gehege gebaut? Ich habe ein Vivarium noch gebaut. Das habe ich jetzt verstanden. Nein, habe ich noch nicht. Mir fehlt auch noch eine Art. Ja, aber wie hast du es denn dann? Wie bist du denn dann schon bei der nächsten Aufgabe? Ja, in den ein Vivarium kann ja noch eine neue Tierart. Boah, du machst mich irre. Was denn? Du antwortest nicht. Bist du jetzt schon fertig oder nicht? Nein, mir fehlt noch eins. Dir fehlen noch 2. Richtig? Halleluja. Soll ich es doch mal erklären? Nee. Oder haust du dann mit was? Habe ich dir das schon gezeigt? Guck mal, es ist schwarz. Es wird doch aber nicht gehen, ohne noch ein Gehege zu bauen. Vielleicht. Ich versuche jetzt rauszufinden, ob hier zum Beispiel bei dem Nilgeier, ne? Da Affen drin wohnen können oder was? Ja, weiß ich nicht. Irgendwer so eine Fauchschabe oder so. Hier, das muss doch hier irgendwo stehen. Zoopedia. Hier, Flusspferd profitiert nicht davon, sich mit anderen Tieren den Platz zu teilen. Na gut, schade, ne? Profitiert nicht davon. Das heißt ja nicht, dass das da nicht wohnen kann. Wo wohnt denn das Flusspferd? Guck mal, das wohnt aquatisch, Graslandschaft, Afrika. So.
Wenn wir jetzt mal gucken würden. Wen gibt es denn noch? Ach, hier kann ich. Ah, okay. Partner vergleichen. Ja. So, kann ich jetzt hier. Warte mal, da. Was haben wir hier? Premium-Schüssel. Ich suche ein Tier, was die gleichen Eigenschaften hat. Wie finde ich das denn? Da ist die Zoopedia-Karte. Moment, wie geht das denn? Ja, das soll. Sieht es denn geil aus, Freiber? So, ich habe die Schabe. Habe ich die Schnecke denn jetzt auch? Sieht gut aus, ja, da habe ich auch echt noch Bock drauf. Hier, da, warte mal. Das ist der Lebensraum. Kann ich das hier irgendwie filtern? Schnecke. Hier übrigens, Hopsi, guck mal, da ist dein Anaconda. Vivarien. Gib mir eine Schnecke. So, kann ich hier irgendwo nach Lebensraum sortieren? Verschieben. Wer wohnt denn da vielleicht noch? Der haarige Wüstenskorpion. Nee. Japan Muckmack. Kaffernbüffel. Guck mal hier. Nee, Tropengras. Das muss man doch irgendwie suchen können. Das ist doch scheiße. Panzernase. Puffotter. Ha, geiler Typ, ey. Grasland. Ich habe schon wieder vergessen, was ich suche. Also, ich kann hier leider noch keinen Wolf einbauen, sonst würde ich es demnächst mal machen. Königspanda, wer wohnt denn hier? Rosa Flamingo, guck mal hier. Der wohnt tropengemäßig, landwirtschaftlich, aquatisch. Zack, Flamingos sind perfekt für Nilpferde. Sage ich jetzt. Die werden beste Freunde. Wusstest du das? Wasseraufbereitung. So, Flamingo, wo bist du? Bereich. Ach, Ficky, Ficky, Ficky. Komm her, es gibt ein Tier, das heißt Bongo. Ich raste aus. Gehege. Wo ist denn der Flamingo? Schreit, wenn ihr den Flamingo... Galapagos Riesenschildkröte, die geht... Obwohl, die hat es gern trocken. Flusspferd, indischer Elefant, blauer V, Mandrill, Iwaran, Okapi, Steppenzebra, kleiner Panda. Ich kann gar kein neues bauen. Guck. Weil da noch Info drin steht. Habe ich mich eben auch schon drüber aufgeregt. Das ist ganz schön kacke, ne? Tüpfelhyäne Springbok. Ich dachte, Flusspferde mögen keine Nacht. Ja, die profitieren nicht davon. Da ist ja Muckmuck von Muckmuck. Hast du gesehen, Muckmuck, dass es dich gibt? Wo ist denn der verkackte... Kann man das irgendwie sortieren? Weiß das schon jemand? Ah, Zwergflusspferd! Ja, als ob das nicht perfekt wäre. Ach, das... Aber warum machst du das denn jetzt? Einfach nur aus Spaß? Nee, um noch eine Tierart zu kriegen. Und die trümmere ich dann beim Nilpferd mit rein, zack, eine Tierart mehr. Und das geht? Das weiß ich nicht. Das muss ich herausfinden. Aber ich finde diesen verkackten Flamingo nicht wieder. Was ist denn der Ganges-Gavial? Verschieben. Da ist der Muckmack. Japan Muckmack. Ja. Niala, Steppensee, mal Zwergflusspferd, kleiner Ball. Das Zwergflusspferd darf ich nicht haben, weil ich nicht die Premium-Version vom Spiel gekauft habe. Mhm. Rattenantilope, Leistenkrokodil, die können doch gut zusammen wohnen, oder? Bin ich denn doof? Wie heißt der Geier? Das kann doch nicht sein. Wer kann jetzt wo rein? Du, das versuche ich gerade rauszufinden. Ich dachte, du hattest gerade einen Durchbruch. Ja, ich habe eine Idee. Ich will den Flamingo da wohnen lassen, weil die sind sich ähnlich. Ich finde den Flamingo nicht, weil dieses Ding nicht sortierbar ist. Es ist einfach der absolute Giga-Abfuck. Vielleicht, wenn ich jede Tierart sage, kann ich dann da drin suchen. Auch nicht, ne? Es gibt hier auch gar nicht so viel, weil wir auf Borneo sind. Kann das sein? Hier. Mittelamerikanischer Rüsselfred. So, guck mal. Wer könnte denn hier passen? Das sind ja eh alle Tiere. Grünes Elend. Goliath-Frosch. Goliath. Flamingo und Flusspferd passt nicht, meinst du? Gila. Ich kann hier eh nicht alles kaufen. Ich glaube, das Spiel ist da. Ich glaube, das geht sowieso gar nicht außerhalb der Quest dann nicht. Ja, ja, und es gibt auch nur diese Tiere hier. Ja. Aber ich bin jetzt. Ich glaube, ich habe hier jetzt alle durch. Australische
Ich habe. Hab ich schon einen Tapir? Hast du einen mittelamerikanischen Tapir? Nee, ne? Haben wir nicht, ne? Weiß ich nicht. So. Der mittelamerikanische Tapir, nämlich, ne? Der. Bonobo. Guck mal, dann kann er das noch. Cutter, roter, Mandrill, Flusspferd. Hier, der Tapir, der fehlt noch. Der mittelamerikanische Tapir. Und wo kann der wohnen? Das finden wir jetzt raus. Der wohnt. Tierhandel. Herkunft vom Zoll beschlagnahmt. Okay. Der lebt aber nicht mehr so lange. Zoopedia. Der ist stark gefährdet und der wohnt tropengemäßigt Graslandschaft. Haben wir sowas hier? Cutter. Graslandschaft aquatisch. Ja. Ich will die doch einfach nur irgendwo mit reintrümmern. Komm, ich kaufe dich jetzt. Aufnehmen. Wen nimmst du? Den Tapir? Und wo schmeißt du den mit rein? Schauen wir jetzt. Wartet im Handelszentrum. So, dann sag mir doch mal, wo du jetzt wohnen möchtest. Verschieben. Hier, Biomtropen. Ja. Ich kann es bei einem Orang-Udan mit reinmachen. Kannst du überall reinschmeißen, oder? Bei Flusspferde. Ja. Ist dem das egal, oder was? Ja, aber das findet er doch nicht gut wahrscheinlich, oder? Das sehen wir jetzt. Ich kaufe jetzt ja auch die reinsten Tapisten. Kommt her, ihr geile Tapire. Ich kaufe hier gleich eine ganze Sippe. Hier, das Girl nehmen wir und den Boy und noch ein Girl und so. Da will ich nichts mehr hören. Tierhandel, Tieraufbewahrung und hier Familie Tapir. Ihr wohnt jetzt hier bei den Cutters. Und dann ist aber Ruhe im Puff. Hier, Tiere in Not. Oh, die Achatschnecken. Tier leidet unter niedrigem Wohlbefinden. Was hat denn jetzt die Achatschnecke für Sorgen? Wir müssen doch eine Superwertung kriegen für... Oh, was hast du? Oh, das Vivarium. Das Klima ist scheiße. Okay, du brauchst es ein Tucken wärmer. Und ein Stück trockener. Der war es zu nass. Der Schnecke war es zu hoch. Das war eine Nassschnecke. Ja, Layout, da kann ich noch nichts machen, habe ich nicht erforscht. Aber es hat es nicht gemacht. Guck mal. Was denn? Es sind immer noch nur 11. Hatten wir schon Tapir? Sind die schon eingezogen? Die müssen ja erst transportiert werden, weißt du? Da! Ja, die müssen erst ankommen. Da! Da du all die neuen Arten aufgenommen hast, müssen wir dafür sorgen, dass sich die Tiere auch wohlfühlen. Dazu sollten wir das durchschnittliche Wohlbefinden im Zoo also schön in die... Tapir nicht zu den Flusspferden gehen. Und mit wir meine ich natürlich dich. Okay. Hallo, Jer, alte Rakete. Was geht ab? Geil. So. Jetzt muss ich einmal nach den Tierboys. Ey, das ist aber wirklich ein stressiges Spiel. Das ist krass. Wer findet es denn hier richtig scheiße? Die Bonobos. Sind deine Bonobos auch kacke drauf? Ich gucke jetzt. Zoo. Tiere. Wohlbefinden. Am schlechtesten finden das meine die Inselaffen hier. Leguane. Hast du die da einfach noch zugetrimmert? Hast du da einfach welche reingesetzt? Wahrscheinlich finden die das voll scheiße. Wahrscheinlich haben sie keine Schwänze und Ohren mehr. Hast du schon mal Leguan ohne Ohren gesehen? Die sehen richtig doof Soll aus. Soll ich Dolores und Raphael sein lassen? Weiß ich nicht. Was hat denn George und seine Crew? George und seine Crew haben zu wenig Lebensqualität. Warum? Oh, guck mal, Eduardo ist in Gefangenschaft geboren. Dann lasse ich euch beide fallen. Ah, denen fehlt Beschäftigung und Futtergeschüssel. Das ist ja easy zu beheben. Gehege Bonobo. Hier, Baumfutterspender könnt ihr haben. Was nicht Bonobo. Bonobo. Hier. Ihr braucht so. Lebensqualitätsobjekte. Lebensqualität durch Futter. Baumfutterspender. Was ist denn dein Zacki Bumsi. So. Der Nasenbär. Drehfutterspender. Spielerischer Futterspender. Wo ist er denn? Nasenbär. Termitenhügel. Schön aufs Holz. Sehr gut. So. Dann Spielzeug. Kriegt ihr hier so eine Rolle. Hier ist der Pappkarton für die Katzen. Für die Affenkatzen. Oh, ein Sprinkler, geil. In hier, super Urlaub. Ich will dich sehen, wo bist du denn? Ach, für den Sprinkler ist zu trocken. Hier ist ein Spielmobilier.
Und gibt's noch ein Keyboard für euch. Und noch ein Greifball. Gibt es auch nicht hier. Eisklumpen ist halt... Ach, da können die dran lutschen, okay. Na, da bist du doch. Pflanzung ist nicht so geil, oder was? Was habt ihr für Sorgen? Nee, sieht doch... Ist doch gut. Es gibt so... Es gibt viel... Ah, es gibt nicht genug Rückzugsorte für die Tiere. Wo kriege ich das denn jetzt noch her? Hier. Holzrückzugsort. Spiel. Der ist aber groß. Tapir. Da könnt ihr euch jetzt zurückziehen, meine lieben Freunde. Nein, Heizkörper braucht ihr nicht. So, besser? Du kannst stolz auf dich sein. Und du hast nicht nur die Arbeiter und für das Wohlbefinden der Tiere gesorgt. Du hast uns dabei auch nicht in den Bankrott getrieben. Wahnsinn. Marc, grüß dich. Ich hab's geschafft. Alle sind happy. Geht so. Ich erkenne ihn kaum wieder. Ein großartiges neues Vivarium. Faszinierende neue Arten. Und dann hast du mit zusätzlicher Beschäftigung auch noch das Wohlbefinden der Tiere gesteigert. Spielt nicht gerne mit einem 1 Meter großen Fußball, was? Also, abgesehen von Fußballspielern. Gibt viel zu wenig Beschäftigung gibt Futter für alle Tiere. Das Geld war sicher ständig. Klar, Reibesäule, es macht Futter. Es eben nicht unbedingt einfacher, wenn man die Einnahmen in das Wohlergehen der Tiere steckt. Allerdings fühle ich mich so etwas weniger schuldig wegen der Preise in unseren Souvenirläden. Ich bin der Meinung, dass ein Zoo immer dem Wohl der Tiere dienen sollte. Leider scheint es aber einige Leute zu geben, ich hab's auch im Weg, Wolfgang Klein. Was haben die Bonobos jetzt noch für Sorgen? Sind mit hier. Sehe ich jetzt auch gerade. Ja, bei mir ist es auch mitten im Weg. Das ist eine neue Funktion und da steht jetzt bei mir Community-Geschenktruhe. Prime-Mitglieder haben 20 Geschenke beigetragen. Marc hat gerade Rainbow Six Siege Jackal hinzugefügt. Gut, das war die Mission. Liebe YouTube-Kids, das war jetzt dann diese Folge. Muss ich mal kurz gucken, wie viel ich jetzt schon hochgeladen habe. Muss ich heute noch freigeben, ne? 3, okay, dann kommt jetzt 4. So, bis gleich, ne?